Wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann, dass es Scheitern eigentlich gar nicht gibt. Es gibt kein Scheitern, es gibt nur neue Situationen, die man als Herausforderung begreifen kann und auch als Herausforderung begreifen muss, um am Ende daran zu wachsen. Und jetzt bitte ich euch, begrüßt eine Unternehmerlegende mit einem riesigen Applaus, denn er wird seine Erfahrungen mit euch teilen. Jochen Schweizer! Guten Abend zusammen. Mein Leben war immer unsicher. Und daran hat sich bis heute wenig geändert, auch wenn sich diese Unsicherheit nicht mehr nur auf den rein physischen Bereich bezieht. Denn heute bin ich Unternehmer. Vor allen Dingen aber bin ich, so wie ihr alle hier in der Halle, Unternehmer meines eigenen Lebens. Wir sind alle zuallererst, egal was wir beruflich machen, Unternehmer unserer eigenen Leben. Wir alle zusammen sind Lebensunternehmer. Als Unternehmer muss man was unternehmen und wer was unternimmt, dem kann auch mal was misslingen. Und ich kann euch berichten, dass ich sehr viel unternommen habe in meinem Leben und es ist mir nicht alles gelungen. Denn wenn ich was erreichen will, wenn ich irgendwo hin will, wenn ich was verändern will, dann muss ich mich auf das Feld der Unsicherheit begeben. Denn nur auf dem Feld der Unsicherheit wartet die Chance. Chance und Unsicherheit bedingen sich einander. Das eine kommt niemals ohne das andere. Denn wenn wir etwas unternehmen, dann können wir auch scheitern. Aber es geben unendlich viel mehr Menschen auf, als dass Menschen scheitern. Vielleicht würden die gar nicht scheitern, wenn sie nicht aufgeben würden. Wenn wir aber scheitern, wenn das passieren sollte, dass wir scheitern, dann kommt es alleine darauf an, wie wir mit dem Scheitern umgehen. Because the problem is not the problem. The problem is our attitude about the problem. Der Satz ist nicht von mir. Wer weiß, von wem dieser Satz ist? Jack Sparrow, Captain of the Black Pearl. Womit geklärt wäre, auf welchem intellektuellen Niveau sich meine weitere Rede ab jetzt bewegen wird. Wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann, dass es Scheitern eigentlich gar nicht gibt. Es gibt kein Scheitern, es gibt nur neue Situationen, die man als Herausforderung begreifen kann und auch als Herausforderung begreifen muss, um am Ende daran zu wachsen. All meinen persönlichen Erfolg verdanke ich diesem permanenten Gefühl, mich nicht einfach nur abfinden zu wollen mit dem, was mir im Leben begegnet. Aber eigentlich bin ich Kajakfahrer. Als junger Mann war Kajakfahren meine Religion. Es ging darum, in windigen Plastikbooten die wildesten Flüsse zu befahren, natürlich möglichst solche, auf die sich noch nie ein anderer zuvor gewagt hatte. Unsere Wochenenden verbrachten wir in einsamen Gebirgsschluchten, in die keiner seinen Fuß setzen konnte, außer er war in der Lage, so ein windiges Plastikboot durch wilde Fluten zu steuern. Und wir waren allein. Es gab damals kein Instagram, kein TikTok, kein Facebook. Es gab eigentlich niemand, von wo ich gedacht hätte, dass der von unserem Tun etwas erfährt. Aber dennoch blieb unser extremes Tun nicht unbemerkt. Und so, denn mein soziales Netzwerk früher hieß draußen. Ganz alleine draußen.
Und so erhielt ich eines Tages einen Anruf. Willi Bogner war dran. Hallo, hier ist Willi Bogner. Bist du Jochen, der verrückte Kajakfahrer? Ich so, ja. Hast du Lust, in dem Film mitzumachen mit Roger Moore in der Hauptrolle? Ich so, na, weiß nicht. Aber Sherry Belafonte spielt auch mit, die traumschöne Tochter von Harry Belafonte. So fand ich mich dann 3 Monate später während der Dreharbeiten an einer einsamen Brücke im Valle Verzasca. Eine alte Genueser Brücke, Jahrhunderte alt, die überspannte eine tiefe Schlucht. Und wir saßen mal wieder in der Sonne und mussten warten. Jetzt waren wir in dieser Zeit natürlich nicht auf Warten eingestellt. Wir wollten Action. Aber Filmen bedeutet nicht Action. Filmen ist furchtbar langweilig für die Stuntleute, weil du sitzt den ganzen Tag nur rum und wartest auf den nächsten Take. Und wir sitzen da in der Sonne und dann sagt einer aus der Gruppe, sag mal Leute, habt ihr das gehört? Das sind 3 verrückte Engländer vom Oxford Dangerous Sports Club. Sowas haben nur die Engländer, sage ich euch. Sind irgendwo im Osten von England mit einem ausgedehnten Flugzeugträger-Fangseil von der Brücke gesprungen. Das war Mitte der 80er Jahre. Und unisono wanderten unsere Blicke zu diesem Bootsanhänger, an dem Dutzende von Expander-Gummis herumbaumelten. Eine halbe Stunde später hatten wir uns eine Gummistrippe gebastelt. Dann haben wir Streichhölzchen gezogen. Ich habe gewonnen. Ich springe da oben weg und denke mir unterwegs, jetzt müsste man mal langsam bremsen. Hat aber nicht sehr gebremst. Ich schlag gnadenlos unten ein. Es stellte sich heraus, das Wasser war tief. Kam mit einem ziemlich roten Hintern aus den Fluten wieder hervor. Es gibt eine Affenart. So ungefähr müsst ihr mich vorstellen. Ja, und nochmal eine Stunde später hatten wir dann rausgefunden, wie muss man so eine Gummistrippe bauen, damit es funktioniert, dass du da runterspringst, kurz das Wasser berührst und dann zurückfliegst in den Himmel, aus dem du gerade gekommen bist, bis dann wieder die Schwerkraft siegt und nochmal der Himmel siegt und irgendwann hängst du da an diesem Seil mit angespitzten Nervenenden und hast dieses Flashback, dieses Suicidus Interruptus in dir. Kommt der Willi Bogner vorbei. Boah, sag mal Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, na klar, Willi. Was ich nicht wusste, diese Staumauer, Leute, diese Staumauer. Diese Staumauer war 220 Meter tief. Noch nie zuvor war ein Stuntman in eine solche Tiefe gesprungen. Ich werde nie vergessen, was ich empfand, als ich da oben stand. Dieser einsamste Moment meines Lebens, als oben alles geräumt war, kein Equipment mehr da war, nur dieser Betonrand und ich blickte über meine Fußspitzen in diese gähnende Leere. Und ich hatte so eine Funke daneben dran liegen. Es wurde auf Panavision gedreht, das sind große Kameras, so groß wie Kühlschränke. Die sind auch ziemlich laut, die surren ganz laut. Und dann höre ich über Funk, wie Willi die Kameras abruft. Camera 1, rolling. Camera 2, rolling. Camera 3, rolling. Es ist totenstill. Ich stehe da oben. Und dann kommt furztrocken und Action. Ich sprang ab. Und ich werde nie vergessen, was ich empfand, denn dieser Sprung im übertragenen Sinne hat mich auf meinen Weg gebracht. Denn um überhaupt erstmal auf den Weg zu kommen, bedarf es dieses ersten entscheidenden Schrittes, den man gehen muss, damit diesem ersten entscheidenden Schritt all die Schritte folgen können, die eben erforderlich sind, um den ganzen Weg zu gehen. Natürlich hindert uns die eigene Angst daran, diesen Schritt zu tun. Denn wir alle haben Ängste. Manche dieser Ängste sind ziemlich sinnvoll, denn sie beschützen und bewahren uns. Aber die allermeisten Ängste behindern und begrenzen uns. Sie hindern uns daran, das zu sein oder zu werden, wozu wir in Wahrheit geboren sind, nämlich frei zu sein. Frei von Angst. Und die Ängste, die hindern uns daran, unsere eigenen Talente
in uns selbst zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. Diese Ängste behindern uns, an uns selbst zu glauben und uns auf den Weg zu machen. Und jeder von euch steht immer mal wieder in seinem Leben auf einer Kante, einer Staumauer im übertragenen Sinne und steht vor dieser Entscheidung. Gehe ich jetzt diesen ersten entscheidenden Schritt, dem dann all die vielen Schritte folgen werden, die man eben gehen muss, um den Weg zu meistern und vielleicht irgendwann ins Ziel zu kommen. Ich habe herausgefunden in meinem Leben, es geht gar nicht darum, ins Ziel zu kommen. Es geht darum, den Weg zu gehen. Denn der Weg ist das Leben. Als dann der Film promotet wurde, wurde ich plötzlich aufs Schild gehoben. Ich gehörte damals zu den extremsten und ich würde auch sagen zu den besten Kanuten der Welt im extremen Wildwasser. Und ich hatte 20 Jahre trainiert, um auf diesem Niveau Kajak fahren zu können. Da springst einmal von der Staumauer am Gummibandel runter und bist plötzlich ein Held. Jetzt war ich plötzlich der Bungee-Guru. Bei den ganzen Filmpremieren hat man nicht über die Kunst des Kajakfahrens gesprochen, worauf ich so stolz war. Sondern ich war halt der verrückte Kerl, der es gewagt hat, diese Staumauer in die Tiefe zu springen. Das ist übrigens die gleiche Staumauer, die viele Jahre später in dem James-Bond-Film GoldenEye, diesen langen, tiefen Sprung, ermöglicht hat von 007. Ich bin 001. Ich glaube nicht, dass ein leicht verdienter Erfolg wertlos ist. Aber nur wir selbst können wissen, was uns die meiste Kraft und die meiste Anstrengung gekostet hat. Da war nichts dabei. Diesen Sprung hätte jeder von euch machen können. Wirklich, jeder von euch hätte ihn machen können. Du brauchst ein bisschen Nagel im Kopf, aber sonst brauchst du nichts. Ja, jetzt war ich plötzlich der Bungee-Guru und war plötzlich bekannt. Und permanent wurde ich angesprochen von allen Seiten. Jochen, Wahnsinn, dieser Suicidus interruptus. Ich will unbedingt auch mal so einen Sprung machen. Und dann sitze ich in Schwabing in München in der Kneipe mit dem Kumpel. Und da kommt wieder so ein Typ und macht mir so ein Ohr, dass er unbedingt springen will. Und ich einfach, um den loszuwerden, sage ich zu ihm, du weißt was, kannst schon springen, kostet 500 Mark. Ich hatte damals als Stuntman am Tag ungefähr 90 Mark verdient. Ich zahlte ungefähr 70 Mark Miete. 500 Mark war für mich brutal viel Geld. Jetzt macht der Kerl den Geldbeutel auf und legt einen 500-Mark-Schein auf den Tresen. So sah der aus. Wer von euch kennt noch diesen Geldschein? Okay, das sind die Älteren hier im Saal. Na ja, gut, dann habe ich mir gedacht, okay, mein Papa hat mir gesagt, Junge, wenn du was sagst, musst du es auch machen. Ich nehme also den Geldschein und sage zu dem, okay, alles klar, pass auf, wir treffen uns nächsten Samstag im kleinen Walsertal. Da gibt es eine Brücke über die Breitachklamm, die ist 82 Meter hoch, von der springen wir manchmal nachts zur Gaudi, weil da ist man ungestört. Weil das kleine Walsertal ist ja eine geografische Rarität, ist ein sogenanntes deutsches Zollanschlussgebiet. Mit anderen Worten, es ist ein österreichisches Staatsgebiet, was man nur aus Deutschland erreichen kann, was zur Folge hat, dass es den Österreichern scheißegal ist, was da gemacht wird und die Deutschen sind nicht da. Ideale Voraussetzungen, um nachts von Brücken zu springen. Freitagabend ruft der Kerl mich an. Du, sag mal, Jochen, könnte ich eventuell noch jemanden mitbringen? Und ich so, ja, wie viel seid ihr denn? Und dann sagt er, na, wir wären vielleicht so zu fünft. Und ich so, ja, kannst du mitbringen, aber Preis ist ja bekannt. Ich rufe meinen Freund Büffel an, der lebt in der Nähe vom kleinen Walsertal. Büffel. Büffel war unser Fänger. Ihr müsst verstehen, wie so ein Sprung absolviert wird. Du springst in diese Tiefe, es schleudert dich wieder hoch, es schleudert dich wieder runter, es schleudert dich wieder hoch und dann wirst du abgeseilt. Und während der Springer abgeseilt wird, pendelt der so. Und irgendwann kommt er unten an und würde einschlagen, außer es steht Büffel da. Büffel wog 130 Kilo, war 2 Meter groß und dem ist noch nie einer durchgesaust. Ich rufe also Büffel an und sage, pass auf, Büffel, wir machen 50-50. Ich habe da so ein paar Jungs, die wollen, müssen wir von der Brücke kippen. Sagt Büffel, alles klar, machen wir.
23 Uhr, ich baue oben auf, Böbel klettert runter in die Schlucht. Das Auto fährt vor, 5 Mann steigen aus. Wir kippen 5 Mann von der Brücke, Büffel fängt. Die Jungs völlig geflasht, die waren gar nicht mehr ansprechbar. Aber ich hatte die Kohle. Wir machen 50-50. Und dann stehe ich so da in der Nacht auf der Brücke und denke mir, irgendwie gefällt mir dieser Sport. Und diese nächtlichen Sprünge von der Schwendebrücke im kleinen Walsertal über die Breitachklamm, 82 Meter hoch, die haben dann dazu geführt, dass ich meine erste unternehmerische Investitionsentscheidung gefällt habe. Bis dahin war ich Stuntman, Kajakfahrer. Und ich eröffnete bzw. veranstaltete meine erste Bungee-Jumping-Mitsprungaktion im Dezember 89, saukalt war es, an der Regattastrecke in Oberschleißheim. Die erste Sprunganlage überhaupt, übrigens bis heute in Betrieb. Und wir mussten das Eis aufhacken, weil die Springer wollten ja eintauchen, also wir wollten, dass die eintauchen, am unteren Umkehrpunkt des Rebounds. Und manchmal mussten wir den Sprungbetrieb unterbrechen, weil Eisschollen reingetrieben sind. Und die gehen ja kaputt, wenn von oben die Springer eintauchen. Und diese Sprunganlage, die hat mir viel Freude gemacht. Da haben wir dann so eine Box gebaut. Das war eine Box, da stand drauf, ich glaube, man kann es lesen, sieht man das? Ja, hier, The Ultimate Experience. Und das ist es ja, nicht wahr? Der freie Fall in Bodennähe ist The Ultimate Experience. Denn der freie Fall in Bodennähe konnte zwar von Menschen erlebt werden in der Historie, die konnten nur danach nicht mehr darüber berichten. Und durch das Gummibandel war dieses potenziell extreme Erlebnis viel gefährlicher, und also nicht gefährlicher, aber viel extremer als ein Fallschirmsprung. Ich habe weit über 1000 Fallschirmsprünge. Ich habe 17 Stunden meines Lebens im Freifall verbracht, zwischen Himmel und Erde. Ich habe 3000 Bungee-Sprünge gemacht. Ich halte auch den Weltrekord für den tiefsten Bungee-Sprung aller Zeiten mit über 1000 Metern. Steht bis heute im Guinness-Buch der Rekorde. Applaus.